Geschäftsfreunde der Kuddelmuddels, seid mir ganz recht herzlich hier willkommen, gegrüße, guten Tag, ne? Ich gehe mal hier direkt auf Play, ne? Und überhaupt sowieso. Der Stuhl, der geht echt super, das muss man schon sagen. Also das ist schon echt eine amtliche Nummer. Iris Süße, das ist, kann man direkt mal wieder auffüllen, das ist auf jeden Fall durchaus machbar. Und, oh, verdammt, da musst du auch nochmal kassieren, Süße. Das lassen wir mal. Erst das Auffüllen, erstmal kassieren. Kassieren ist wichtiger, ne? Weil sonst sind sie wieder angenervt, die Kunden, ne? Wer ist er denn hier eigentlich? Er ist Mr. Gear. Ich glaube, Mr. Gear hat auch schon einiges bei uns gekauft. Da kommt Morty mal Grusel, der hat noch nicht so das Allermeiste gekauft. Ich glaube, noch gar nichts gekauft, aber ja nun. Morty, das wäre doch ein Stuhl für dich, Alter, ne? Oh, was hat der gekauft? Der hat das Sofa gekauft. Cool. Herr Langer, super. Perfekt, komm, die Anlage nimmst du auch noch gleich mit. Perfekte Sache, das. Sturmly Wet, genau. Davish, genau. Aha. Cool. Iris, Ballon Laura. Mach mal hier verkaufen, anbieten für billig. Was das gerade? Kind tragen. Okay. Ist das Kind schon müde oder wo ist das Kind? Ach, das Kind sitzt da. Wie fit ist das Kind noch? Ja, das ist eine gute Sache. Genau, so, machen wir ganz kurz hier. So, ach, das war Altersklamotten, Moment. Zap hier, okay, pass mal auf hier. Engelchen ins Gitterbett legen. Ach, macht Heines wahrscheinlich schon, ja. Macht er das? Ja, so. Süße, dann kannst du mal hier, auffüllen. Hi, mein Freund, du kassierst jetzt hier mal ganz kurz. Ja, ja, Kaba, Schnauze, jetzt wieder kassiert. Ja, ja, heul nicht rum, sonst kassieren, du Penner. Ja, komm, Alter, mach mal. Was fehlt dir denn? Dann. Morty hat was gekauft. Das erste Mal, dass Morty was gekauft hat. Da bin ich ja mal echt irgendwie doch sehr beeindruckt. Okay, hoffentlich kriegt der alte Mann das hier. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, dass du am Pipi brennen bist. Status 4, super. Moment, sofort hier. Flup, flap, Geschäftsperrer, seriös. Was war das? Stimmt, du konntest Großhandelsgröße noch weiter drücken. Erkennt man den wahren Geschäftsmann. Super. Perfekt, liebe Leute. Bargeld? Was? Wir müssen das auf jeden Fall noch voll machen. Ne? Schlitzohr. Das, ich denke mal, das dauert ein bisschen, bis wir das geschafft haben. Ne? Aber ja nun. Morty hat echt was gekauft. Da bin ich ja doch sehr beeindruckt, lieber Junge. Hätte ich nicht von dir gedacht, Junge, ne? So, genau. Du gehst erstmal Pipi machen. Das ist total okay, Hein. Das ist total okay. So, Süße. Die verarschen die mal alle. Komm hier nicht aufregen, ne? Es war ein lustiger Witz, ne? Zack, gleich auffüllen. Wer heißt der Knabe? Jogier, der hat schon eines gekauft, der darf das lauern. Ne? Das sind gute Kunden, ne? Die dürfen das auch schon mal gelegentlich ein bisschen verarschen. Er guckt sich schon mal die Anlage an, ne? Cool, ja, wollt ihr die nicht haben, Alter? Die ist viel, viel cooler. Aha. Frab, genau. Danach machst du den auch noch voll. Hi, mein Freund, wie sieht's bei dir aus? Du hast ein bisschen Hunger, brauchst ein bisschen Spaß, mach, was du willst. Süßer, du kannst machen, was immer du möchtest. Genau, wir müssen ein bisschen spielen. Zock mal ein bisschen den da. Kannst du doch, glaube ich, ganz gut drauf, oder? Was macht sie jetzt hier? Rumflezen? Okay. Harndrang? Ne, du wirst, bevor es gleich das Scheiß, was wieder ewig von allen besetzt ist, ne? Wirst du jetzt mal hier ganz kurz, deine, wer ist denn Ditte? Ach, Ramirez, das ist der Juan Ramirez. Juan hat schon mal die Grippe bei uns eingepflegt. Das wissen wir noch, ne? Aber das ist keine. Das ist, so, Hein, mein Freund, so leid es mir tut. Du musst jetzt mal. Mann. Du musst jetzt hier mal ganz kurz Morty abkassieren. So, und Laura, Süße, du wirst denn hier mal ganz kurz. Kann ich helfen? Zum. Ja, ja, komm, Ramirez, du warst auch schon hier. Du hast unsere ganzen Sims krank gemacht, du Penner. Ich war noch nie hier. Scheiße, du warst hier, genau. Ganini Gabash, genau. So, dann machen wir gleich mal weiter. Die war auch noch nicht hier. Zum kann ich helfen. Der verarscht sie alle. Finde ich gut. Das hat was. Das komm, Laura, ne, das hier auch nochmal. Kann ich helfen. Bavarisch, genau. Jetzt auch schon wieder nochmal hier Nasentrick oder was? Laura hat die Grippe, ja, super. Ich
Nein, Moment, Moment, das wollte ich gar nicht. Wir füllen nochmal ganz kurz auf, liebe Leute. Okay, Heinz zockt ein bisschen, das braucht auch, glaube ich, ziemlich dringend. So, unser Engelchen hat wann Geburtstag? In 2 Tagen. Ach, das werde ich, glaube ich, heute nicht mehr schaffen. Ich werde vielleicht gleich noch eine Folge aufnehmen oder wie auch immer, ich weiß noch nicht ganz genau. Hi, mein Freund, ich finde das total gut, dass du das hier machst, aber du musst hier mal den Juan ein bisschen abkassieren. Was hat denn der gekauft? Wahrscheinlich die Spielzeugkiste, ne? Mann. Das Ding geht echt gut, da können wir das irgendwie verbimmeln. Das bringt ja nicht wirklich viel, ne? Aber ja nun, besser als in der Hand geschissen. Okay, da wächst auch wieder der Freundschaftsbalken, ne? Wer kommt da? Maximilian Hilgers, ah, der Schotte. Der will so alle verarschen, ne? Mr. Gear, du hast doch ein bisschen was gekauft, das finde ich ja auch echt gut. Süße, das ist, Boah, kann die schreien, die Kurzen. Echt super. Ja, Schwesterchen Laura kommt ja schon. Mann. Ist er denn schon wieder am Verarschen? Der verarscht sie alle. Mr. Gear, das kann passieren. So, jetzt zieh dem Black Mars Vernünftiges an, nicht diesen komischen Panda. Ja, so ist doch richtig. Super, dann gibt es eigentlich noch was zu essen. Genau. Zam. So, aber die hat eine gute Laune. Pass mal auf, du kannst mir hier so ein Krebsmilch zubereiten. Wuppdim, genau. Was macht Iris da jetzt? Okay, Hein ist voll was am Abstinken. Mal gucken, ob Laura das jetzt hinkriegt mit der Milch. Oh, jetzt ist die Laune wieder schlecht. Ja, das, die hatte doch gerade noch super Laune, oder nicht? Okay. So, pass mal auf. Du wirst jetzt hier mal Frühstück servieren. Mach mal Pfannkuchen. So, Hein, ich glaube, die gibt dir zu verstehen, dass du mal ein bisschen was für deine Hygiene tun musst. Ja, ich hab's ja schon gesehen. Der Juarez hat schon wieder die Grippe hiermit angebracht. Unglaublich. Aha. Mann. Iris, du bist so wie fit bist du noch? Dann mach mal anbieten für billig. Da kommt der Janitor, Gott sei Dank. Was ist mit dir los, Süße? Du gehst mal ganz kurz, bevor der Janitor kommt, mal ganz kurz hier benutzen. So, unser Engelchen sitzt brav da draußen. Coole Sache, das. Der ist aber ganz schön auf Krawall gebüsselt heute, der Mr. Gear. Der war doch sonst eigentlich mal ganz nett, oder nicht? Aber Bulu, was kommt jetzt hier? Wir bringen sie alle zum Heulen. Okay, super. Boah, da fliegt sie. Nochmal. Ja, nochmal. Und nach unten und super. Was ist hier los? Ist jetzt hier irgendwie das große Brammeln am Start oder was? Das darf ja nicht wahr sein. So, Moment, Laura, Kind, solltest du nicht was zu essen fertig machen? Was ist denn der Ramius zusammen abrammeln? Alter, was geht hier? So, Süße, was ist mit dir? Pass mal auf, du kannst jetzt hier nochmal dann. Zap. Ach, ist das Ding auch noch voll, verdammte Scheiße. Das ist immer voll, ich vergesse es immer leer zu machen. Alter, jetzt krieg ich mal wieder ein hier, so schlimm ist es nicht. Ich war eine Scheiße, die ganze Welt ist scheiße. Krieg da noch Dreck einen hinterher. Ja. Was, Tia? Heute schon wieder. Ja, wenn du so rumbrammelst, musst du dich nicht wundern. Pass mal auf, Laura. Scheiße, die ist nicht aufs Klo gegangen und nix. Du solltest aufs Klo gehen hier. Na gut, okay, mach was du willst. So, tschüss. Ich glaube, liebe Leute, wir müssen echt mal darüber nachdenken mittlerweile, ob wir uns hier jemand einstellen. Denn das ist. Mittlerweile kriegen wir das gar nicht mehr gehackt alles. Irgendwie einer, der nur verkauft.
Weil es strömt ja schon echt irgendwie ziemlich gut, ne? Ja, komm, Juan, jetzt krieg dich mal wieder ein, ne? So schlimm war es nicht, ne? So, alles fertig bis morgen, super. Und die Kurze hat jetzt was gelernt hier, was Pipi machen angeht. So, ja, ja, genau. Was macht der, was macht der? Ich dachte, der reißt es wieder in der Ecke aus, aber ne, er geht nur nach Hause. So, okay. So, super Süße, ne, damit du jetzt hier noch, ne, nicht ganz dumm in ins Leben gehst, ne, wirst hier noch ein bisschen Charisma für dich tun, irgendwie, ne. Ey, Juan, jetzt ist aber gut hier, was bist du für eine Holz, du bist schlimmer als Hein. Und kriegt direkt wieder einen drüber. Ja, ja, wehr dich doch mal. Jetzt heult er schon wieder. So, Gier, du hast sowas bei uns gekauft, das finde ich auch echt löblich. Aber, was macht sie denn jetzt? Du wirst jetzt mal gehen, hier, da. Ne? Oh Gott, Laura ist krank, stimmt, die hat die Grippe. Scheiße, diese Grippe ist echt eine krasse Nummer, ey. Aha. Ach so, okay, er geht von alleine, super. Ah, pass mal auf, Laura, Kind, dann machen wir es mal hier. Ja, dann geh pinkeln. Süße. Ah, das ist Hein, scheiße. Hier, gar nicht lange rum, meckern, pissen. Fertig aus, Nikolaus. Ihres Kind? Was macht sie? Ihr geht ein bisschen zocken, okay. Okay, sind denn hier noch irgendwie, da sind doch Waffeln oder was, ne? Hier, Teller nehmen. Hier wird das nicht gezockt, hier wird das ein bisschen was gegessen. Er kommt hier. Ach, das ist der Mann aus dem Mond. Der hat auch schon mal was gekauft. So, Hein, mein Freund, wo bist du? Hein? Ach, der pennt. Okay, der pennt. Ist er auch. Okay, dann geh nochmal duschen und danach wirst du da auch mal eine Waffel im Schädel drücken. So, Iris Kind, du wirst jetzt hier meine. Verdammt. Iris Kind, du wirst jetzt hier meine. Ach. So, kann ich helfen? Genau. Und, so, Süße, genau. Du haust jetzt noch mal ein paar Waffeln in den Schädel. Iris? Komm, mach es klar. Mach es klar. Ja, ey, sag mal, willst du mich verarschen oder was? Hier, verkaufen kann ich helfen. Mann! Ein bisschen streng werden hier. Bleibt ja nicht aus, ne? Das ist ja. Ja, was? Wieso kriegst du das nicht hin? Susu, genau. Super, und danach gehst du direkt abkassieren. Aha. Super. Rimgen Baju. Rimgen Baju. Ich glaube, liebe Leute, ich werde gleich auf jeden Fall erstmal ein Aufnahmepause machen und in der nächsten Folge müssen wir uns dann, glaube ich, echt mal um Angestellte kümmern, denn das wird mir hier ein bisschen zu viel Punk, ey, liebe Leute. Wir brauchen auf jeden Fall einen, der permanent auffüllt, beziehungsweise dann auch abkassiert, ne? Man kann sich das ein bisschen teilen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall einen, der schon mal ein bisschen was mit der Kasse machen kann. Das mit dem Auffüllen sollten die irgendwie schon so alle hinkriegen, aber... Ne? Unser Engelchen wird wahrscheinlich auch mal größer werden, dann denke ich mal. Der hat die Playsee gekauft, oder? Yep, super. Okay, weil Iris ist relativ fit, das ist cool. Genau, Patrama. So, Iris. Weißt du was, Iris hier nicht dumm? Blam, blam, blam. Blam, blam. Blam, blam. So, den kannst du auch den Dreck wieder auffüllen. Blam, blam. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Patrama, genau. Ich will mal ganz kurz gucken, was wir jetzt hier noch kaufen können. An Möbeln. So, ich glaube, die Stühle haben wir, glaube ich, alles das Beste vom Besten. Das ist schon der teuerste, genau. An Sesseln. Ah, der ist auch noch schön richtig teuer. Gut, dann nehmen wir den anderen mal. Zam. Finde ich gut. Betten. Wir können mal ein Bett machen. Das ist das teuerste Bett. 3000, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr teuer. Das kostet 1200, ich glaube, das packen wir mal. Naja, das ist ein richtiger Gartenverkauf ist, der muss auch ein Bett im Programm haben. So, super.
So, haben wir die jetzt. Moment, das müssen wir ganz kurz gucken. Haben wir das jetzt schon gemacht? Zim, auf jeden Fall. Wo war das andere? Was ist hier? Den Stuhl. Mann, Mann, dass das nicht automatisch läuft, ist ja auch egal. Ja, ich wohne das. Okay. Während Iris jetzt wieder auffüllt, unser Engelchen noch schön was am Stieren ist. Ranek, ne? Sag ich jetzt mal. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist ja ganz schön kuddelmuddelmäßiges Durcheinander hier, ne? Aber wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie alles im Start kriegen. Ich bin auf jeden Fall dafür. Wir stellen uns in der nächsten Aufnahmesession mal so ein paar Leute ein und dann gucken wir mal, wie sich das hier entwickelt. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao. Und macht es gut, sagt euer Spielkind Kuddelmuddel 45.